Moin, heute möchte ich mit euch über Bücher sprechen, die ich unbedingt nochmal lesen möchte. Es gibt Leute, die möchten Bücher kein zweites Mal lesen, weil der Reiz dann für sie verloren ist, weil man ja weiß, wie die Geschichte verläuft. Aber es gibt auch Leser, so welche wie mich, die sich sehr gerne nochmal in Lieblingsbücher hineinfallen lassen und das Ganze richtig zelebrieren und nochmal richtig lieben, es in eine bekannte Story sich einfallen zu lassen. Es lohnt sich einfach. Natürlich ist der Reiz des Neuen immer da und neue Geschichten zu entdecken ist einfach auch grandios. Aber es ist natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden, weil man nie von vornherein weiß, ob die Geschichte einem gefällt. Und bei Lieblingsreihen oder Favoriten ist das anders. Man weiß, dass die Geschichte einen schon mal begeistert hat und es wird seine Gründe gehabt haben, auch wenn man viele Details vergessen hat, was ja einerseits schade ist, andererseits natürlich toll, weil man die Geschichte dann nochmal entdecken kann und vielleicht nochmal überrascht oder nochmal überwältigt ist. Aber selbst wenn man viele Details oder noch fast alles weiß, ist es einfach schön, wenn man weiß, diese Geschichte lag einem am Herzen oder liegt einem am Herzen und das nochmal zu erleben, ist einfach toll. Und ich habe ja in den letzten Jahren gemerkt, wo ich dann nochmal Bücher gelesen habe, dass das ich das einfach viel öfter machen möchte. Es stehen so viele tolle Reihen und Bücher in meinem Bücherregal, wo ich vieles vergesse. Bei mir geht es leider sehr, sehr schnell, dass ich Details vergesse. Andererseits hat das natürlich das Positive, dass ich Bücher dann nochmal erleben kann. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede um den heißen Brei herum, aber ich habe es mir einfach vorgenommen, Bücher öfter nochmal zu lesen. Und im letzten Jahr habe ich die His Dark Materials-Reihe von Philip Pullman nochmal gelesen bzw. gehört. Und das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, weil auch da sehr, sehr viele Details abhanden gekommen sind. Und das Ganze nochmal aufzufrischen, war wirklich toll. Denn es erscheint ja jetzt in diesem Jahr nochmal ein Sequel, eine Fortsetzung, die 10 Jahre später spielt. Und das Ganze nochmal aufgefrischt zu haben, ist daher natürlich umso besser, dass ich da gleich dann in die Geschichte eintauchen kann und dann auch die ganzen Querverweise mitbekommen und verstehe. Hörbuch hören, finde ich, bietet sich beim Geschichte nochmal erleben auch sehr gut an, weil ich bin ja normalerweise nicht so der größte Hörbuchfan, weil ich, wenn ich mich entscheiden müsste, immer eine Geschichte lesen würde, weil man sie dort viel intensiver wahrnimmt. Ist jedenfalls bei mir der Fall, weil ich mich beim Hörbuch schnell ablenken lasse. Aber wenn man weiß, in welche Richtung die Sache geht, ist natürlich ein Hörbuch auch schön, vor allem, weil man da auch nochmal vielleicht eine ganz andere Facette mitbekommt, wenn man sich die Bücher vorlesen lässt. Also es ist nochmal irgendwie eine ganz andere Richtung und vielleicht auch interessant, auf jeden Fall interessant, aber es ist natürlich auch schön, die Bücher nochmal zu lesen und nochmal so intensiv, ja, vielleicht noch intensiver, noch auf andere Sachen zu blicken und die dann nochmal zu erleben. Ja, also wie gesagt, letztes Jahr Philip Pullman und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich habe mir jetzt 5 Reihen rausgesucht. Ich weiß, dass es sportlich ist und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich nicht alle schaffen werde, aber für mich ist das jetzt auch keine Challenge, sondern ich möchte einfach mit euch über diese Lieblingsbücher sprechen und sagen, warum ich sie nochmal lesen möchte und für mich so ein kleines Vorhaben natürlich, aber wenn ich es 2019 nicht schaffe, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe aber schon mit einem Projekt angefangen, das habt ihr in meinem Lesemonat gesehen und da bin ich sehr, sehr glücklich, denn diese Reihe habe ich noch nicht beendet und wollte sie von vorne anfangen, damit ich sie weiterlesen kann und ich bin glücklich, dass ich endlich dieses Projekt ja, in Angriff genommen habe, denn es ist wirklich ein Projekt, weil diese Bücher sehr sehr dick sind. Ich zeige sie euch und zwar ist es der Dämonenzyklus von Peter V. Brad. Der erste Band ist das Lied der Dunkelheit und ja, ich habe die ersten 3 Bände gelesen und der vierte zeige ich euch auch. Das ist der Thron der Finsternis. Der liegt hier schon so lange auf meinem Sub und ich habe ihn einfach noch nicht angefasst, weil ich schon einiges wieder vergessen habe aus den ersten 3 Bänden und ich es dann schade finden würde, wenn ich dann mit dem vierten weitermache und das wird mich nerven. Das weiß ich, wenn da irgendwie was ist oder ein Querverweis drauf ist, wo ich gar nicht mehr weiß, was da los war. Das wird mir die Lesefreude kaputt machen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen und da ist eh einer meiner Lieblings-High-Fantasy-Reihen ist, ja, habe ich mich da auch drauf gefreut, die nochmal zu lesen.
Ja, und da habe ich mir auch Unterstützung geholt, denn den ersten, den habe ich jetzt gehört im Januar. Und ich habe aber vor, den zweiten jetzt noch alleine zu lesen. Und zwar ist das dieser hier, Das Flüstern der Nacht. Den habe ich jetzt mir als nächstes vorgenommen. Aber ab dem dritten Band werde ich es zusammen mit der lieben Jenny von Jennys Lesestoff und einer dritten, oh, ich habe leider deinen Namen vergessen, es tut mir leid, sie hat auch einen YouTube-Kanal und sie würde auch gerne mitlesen. Die sind, glaube ich, jetzt gerade dabei, Das Flüstern der Nacht zu lesen. Ich war aber gar nicht so sicher, ob ich so schnell ja, den ersten gelesen bekomme. Deswegen habe ich mich da jetzt in diese Leserunde noch nicht eingeklinkt. Aber den dritten, Die Flammen der Dämmerung, wollen wir denn zusammen lesen. Mal gucken, ob das im März und im April der Fall sein wird. Wir haben es noch nicht abgesprochen. Ja, diese Bücher sind extrem dick, aber sie lassen sich so schnell weglesen. Es ist ein episches Werk und die Figuren gehen einem so sehr nahe. Hierbei handelt es sich um eine Welt, in der jede Nacht Dämonen aus dem Boden hervortreten und sie die Menschen quälen. Die Menschen können sich nur wehren bzw. schützen mit Hilfe von Schutzsiegeln, die sie in ihre Häuser, in ihre Verstecke ritzen. Die müssen aber akkurat ausgeführt werden, weil wenn sie irgendwie verdreckt oder irgendwie Lücken aufweisen, dann finden die Dämonen sie und ja, zerfleischen die Menschen. Die sind sehr blutrünstig und sehr gerissen. Ja, und Arlen, unser Hauptcharakter, der schwört sich, dass er nicht so enden wird wie sein Vater, den er dabei beobachten musste, wie er vor Angst starr geworden ist, als seine Mutter angegriffen wird von Dämonen und sein Vater ja ihr nicht zu Hilfe kommt, weil er einfach vor Angst erstarrt ist. Und Allen möchte nicht so werden. Er möchte nicht von Angst erstarrt sein. Er möchte sich den Dämonen stellen und er möchte frei sein. Und er findet es nicht gut, dass die Menschen sich verstecken und so eingeschränkt sind. Und deswegen läuft er von zu Hause fort und sucht nach den legendären Kampfsiegeln, die es damals gegeben haben soll, mit deren Hilfe man die Dämonen bekämpfen kann, die jetzt ja als unsterblich gelten und unbesiegbar. Aber er möchte Informationen sammeln, er möchte Kurier werden, die von Ort zu Ort reisen und auch in der Nacht unter freiem Himmel nächtigen, zwar auch geschützt, aber die gelten als ja, sehr mutige Menschen und Arlen möchte auch mutig sein und er möchte auf jeden Fall ja, sich den Dämonen stellen und diese bekämpfen. Genauso lernen wir Roger oder Roger kennen, wie auch immer er ausgesprochen wird, kennt der auch durch tragische Unfälle, auch durch Dämonenunfälle, ohne Eltern aufwachsen muss. Und er ist der Musik sehr zugetan und erfährt irgendwann auch, dass die Dämonen, eine besondere, ja, ein besonderes Verhältnis zu dieser Musik haben. Oder er eine bestimmte Gabe hat, sagen wir so. Und dann lernen wir noch Lisha kennen, eine junge Frau, ein junges Mädchen, die zur Kräuterfrau ausgebildet wird und dadurch auch sehr, sehr viel Wissen sich aneignet, weil Kräuterfrauen sich gegenseitig bei der Ausbildung halt viel Wissen aus der Geschichte überbringen oder überliefern. Sie wahren dieses Wissen und somit erfährt Lisha halt viel über das Heilen, über Kräuter, aber auch viel über die Geschichte und über Dämonen. Und sie hat ein sehr ja, mitnehmendes Schicksal. Es passiert hier sehr, sehr viel. Ich habe im Lesemonat auch schon gesagt, dass es teilweise ja, sehr brutal ist und auch vulgär. Vielleicht passt vulgär nicht ganz, vielleicht eher derb. Also es hat manchmal eine sehr derbe Sprache und es geht hier auch wirklich zur Sache, gewalttätig wie auch sexuell. Aber ja, es zeigt halt einfach, wie hart diese Welt ist und wie sehr den Protagonisten mitgespielt wird. Und deswegen, weil sie halt so viel schlimme Sachen erleben, wachsen sie einem sehr schnell ans Herz, weil wir das ja zusammen mit ihnen miterleben. Und ja, also die Charaktertiefe ist hier sehr, sehr stark ausgebaut, was ich toll finde. Die Welt wird sehr ganz toll ausgebaut. Die Magie, also diese Siegel. Und was ich auch toll finde, ist, dass mit der Reihe
also die Reihe von Band zu Band immer mehr ausgeweitet wird. Also sie bekommt noch tiefer und noch mehr Tiefe und entwickelt sich weiter und man erfährt auch mehr. Sie bleibt nicht stehen, was ich wirklich toll finde, ohne dass man denkt, okay, der Autor brauchte irgendwie eine neue Idee und hat das jetzt kurzfristig hinzugefügt. Nein, es passt wirklich alles gut rein. Bis zum dritten Band wohlgemerkt, beim vierten bin ich ja noch nicht angekommen. Es gibt auch noch einen fünften und sechsten, wobei der fünfte Teil im Deutschen halt aufgeteilt wurde. Ich glaube, im Original gibt es nur einen fünften und letzten Teil. Und dann gibt es noch Sonderbände. Zwei davon habe ich hier auch schon. Das sind halt ja zum Teil Stories, die halt aus dem ersten Band rausgestrichen worden sind oder halt ja Sondergeschichten über andere Figuren. Es gibt mittlerweile auch noch einen dritten, den habe ich hier noch nicht. Den werde ich mir natürlich auch noch zulegen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich angehen werde. Also wenn ihr das seht, das ist wirklich ein Projekt. Ich liebe diese Bücher aber und freue mich darauf. Nein, nicht runterfallen. Ja, ich habe sie noch aufgefangen. Es geht ihnen gut. Ja, und ich freue mich, das dann auch zusammen mit Jenny und mit der anderen lieben Person zusammenzulesen und mal gucken, wie wir uns da austauschen werden. Ja, und ich freue mich auch extrem. Natürlich freue ich mich, die Reihe nochmal zu erleben. Und auch der erste Band, das ging so rasant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich die 800 Seiten oder was das auch waren, ja, knapp 800 Seiten, so schnell wegsuchte. Und ja, natürlich freue ich mich darauf, das nochmal zu entdecken, aber ich freue mich auch endlich, eine meiner Lieblingsreihen endlich weiter zu verfolgen. Ich meine, wie lange lag das hier? Und wenn man eine Reihe als Lieblingsreihe tituliert und betitelt, bezeichnet, wie auch immer, und man dann nicht weiterliest, ist ja eigentlich auch schon komisch. Ja, und ich bin froh, das endlich in Angriff zu nehmen. Ja. Da habe ich jetzt lange drüber geredet, aber hat diese Reihe auch wirklich verdient und ich hoffe, dass, ich meine, sie ist ja auch bekannt. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie ihr Dasein fristet in irgendeiner Nische. Nein, sie ist wirklich bekannt, aber sie kann gerne noch mehr Leser bekommen. Also lest diese Reihe, wenn ihr High Fantasy mögt, wenn ihr es episch mögt, aber halt auch mal eine andere High Fantasy, nicht nur mit Zwergen, Elfen, Orks und so weiter, sondern mal eine andere Welt, die aber wirklich, wirklich toll ausgearbeitet ist. So, jetzt kommen wir aber zu einer Reihe, die ich auch gerne nochmal erleben möchte, die aber ja was viel Leichteres ist, aber halt auch was Lustiges hat und ja auch irgendwie was Wohlfühlmäßiges. Das gibt es nicht, das Wort, egal. Und zwar ist das die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, begonnen mit Rubinrot. Oh, fällt nicht runter. Dann geht es weiter mit, völlig chaotisch hier, Saphirblau und wir haben dann natürlich noch Smaragdgrün. Die habe ich damals gelesen, es ist schon Jahre her, aber ich bin extrem glücklich, dass ich sie gelesen habe, weil sie mir so gut gefallen haben. Damals habe ich noch nicht gewusst oder ist mir noch nicht so bewusst geworden, dass es viel auch an Kerstin Gier liegt, an ihr Schreibstil, dass das so wunderbar lustig ist und nicht nur an der Story und an den Figuren, sondern dass Kerstin Gier es einfach schafft, meinen Humor zu treffen. Und das habe ich erst später gemerkt, als ich dann jetzt letztens erst die Silbertrilogie wieder gelesen habe und da wieder ja, ihren Humor genossen habe einfach. Und ja, jetzt habe ich einfach überlegt, diese Reihe möchte ich einfach nochmal lesen. Ich habe auch extrem viel vergessen und kann auch gar nicht mehr sagen, was in welchem Band schon vorkommt, weil ich sie damals direkt hintereinander weggelesen habe. Deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, was in 1, 2 oder 3 geschehen ist. Ich kann mich nur noch an, ich glaube, an einen Gargoyle erinnern, den ich total niedlich und lustig gefunden habe. Und natürlich war da eine Liebesgeschichte mit dabei und natürlich ist das eine Kinder-Jugendgeschichte. Dennoch, ja, will ich die nochmal lesen. Und nun hätte ich ja fast vergessen zu erzählen, worum es überhaupt in dieser Reihe geht. In Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten, geht es um Gwendoline und in deren Familie gibt es so einige Geheimnisse. Denn seltsamerweise bekommt Gwendoline das Gen, das so Zeitreisegen vererbt und nicht so wie gedacht ihre Cousine, glaube ich, die darauf vorbereitet wurde mit Unterricht, Fechtunterricht und so weiter und so fort. Und Gwendoline befindet sich auf einmal in der Vergangenheit, ohne dass sie es möchte. Und sie soll
nun die Vergangenheit in Ordnung bringen. Sie soll dort einiges herausfinden und ändern. Und an ihre Seite wird ein sehr, sehr, ja, interessanter, spezieller hergestellt. Und zwar ist das Gideon, heißt er so. Auf jeden Fall ist das ein Snob und sie kann ihn überhaupt nicht leiden. Aber natürlich kommen die beiden sich während ihrer Abenteuer immer näher. Und das Ganze ist sehr, sehr lustig, wie gesagt. Und natürlich auch ein bisschen romantisch und rasant. Und durch dieses Zeitreise-Gehen wird natürlich auch einiges an interessanten Zeiten besucht. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige, ein bisschen romantische, aber auch sehr abenteuerliche Geschichte, die mir damals sehr gefallen hat und ich hoffe, dass ich sie auch wieder so sehr genießen kann wie damals. Ja, ich freue mich. Und ich glaube, die lassen sich auch wenn es hier relativ dick aussehen, die lassen sich einfach extrem schnell lesen, glaube ich. Die nächste Reihe, die ich unbedingt lesen möchte, ist eigentlich gar keine Reihe. Sie gehören zwar zur selben Welt und der Autor ist derselbe, aber im Grunde sind sie abgeschlossen. Und ich glaube, dass ich die auch ziemlich sicher noch in diesem Jahr lesen werde. Und zwar ist das zum einen von Walter Moers Die Stadt der träumenden Bücher und zum anderen Der Schrecksenmeister von Walter Moers. Ja, ich habe nämlich angefangen, wieder die Bücher zu rereaden. War das auch nicht auch letztes Jahr? Dann war das gar nicht nur Philip Pullman, sondern auch Walter Moers, den ich gereadet habe und hier auch als Hörbuch nochmal gehört habe, denn Dirk Bach hat das so toll vertont, der hat das so toll gemacht, dass es wirklich ein Genuss ist, ihm zuzuhören dabei, obwohl natürlich Walter Moers Bücher immer mit Illustrationen gespickt sind. Wenn ich jetzt die Hörbücher nur hören würde, würden mir natürlich die Illustrationen fehlen. Aber man kann eigentlich auch ganz gut kombinieren und immer wieder während des Hörens oder danach immer, soweit man gehört hat, durch das Buch durchblättern und sich dazu die Illustrationen angucken. Also es geht auch als Kombination. Ich hoffe, es geht noch, dass ich nicht zu hell, zu belichtet bin, überbelichtet. Ja, besser als unterbelichtet. Haha. Schenkelklopfer. Naja, egal. Also, deswegen, ich habe in den letzten Jahren die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär, Rumo und Ensel und Grete nochmal gelesen bzw. gehört. Und jetzt geht's halt weiter mit Die Stadt der träumenden Bücher. Ich habe teilweise das auch parallel mit einer Freundin, die diese Bücher halt das erste Mal erlebt. Und damit ich mit ihr da direkt drüber sprechen kann und mir kein Detail entgeht, habe ich das halt zum Anlass genommen, dann zu diesem Zeitpunkt sie nochmal zu hören. Und ich glaube, sie ist jetzt auch jetzt bei diesem hier, was ja auch, das sind eigentlich beide ganz oben an der Spitze, obwohl ich sie ja alle liebe. Aber Die Stadt der träumenden Bücher alleine schon wegen des Themas Bücher und Der Schrecksenmeister, weil es so schön urig und gruselig ist, sind das eigentlich meine Lieblinge von Walter Moers. Und deswegen freue ich mich natürlich besonders. Die Stadt der träumenden Bücher ist ja letztes Jahr als Graphic Novel rausgekommen. Die habe ich natürlich auch gelesen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich da auch schon viele Details vergessen habe. Und die haben mir auch richtig Lust gemacht, diesen Roman nochmal zu entdecken. Ja. Ich freue mich einfach drauf, weil ich habe die bisher nur einmal gelesen und das darf nicht sein. Als Lieblingsbuch müssen die nochmal gelesen werden. Auch wenn ich bei diesen Ausgaben immer so Angst habe, weil die so bibliophil sind, aber auch so anfällig, habe ich so ein bisschen Angst, dass die noch mehr kaputt gehen beim Lesen. Aber gut, da müssen die durch. Es sind halt Gebrauchsgegenstände und sonst kaufe ich sie mir halt irgendwann nochmal. Aber im Moment gehen sie ja noch und die werde ich halt zum Beispiel, solche Bücher nehme ich nicht unterwegs mit. Also die bleiben schön hier zu Hause und werden hier gelesen. Ja, in Die Stadt der träumenden Bücher geht es um Hildegunst von Mythenmetz, ein junger Dichter oder ein junger Lindwurm. Und Lindwürmer werden halt ausgebildet zu Dichtern, zu Schriftstellern. Und noch ist er kein Berühmter. Erst später wird er zum berühmtesten und bekanntesten Schriftsteller Zamoniens. Aber als sein Dichtpate stirbt, hinterlässt er ihm ein Manuskript. Und dieses Manuskript ist wohl das Beste, was sein Dichtpate damals gelesen hat.
Und er kann aber den Schriftsteller, den Autor nicht ausfindig machen und übergibt das nun seinen Lehrling, seinen Schüler Hildegunst von Mythenmetz. Und auch der ist begeistert und hin und weg, was er da liest. Und er möchte nun den Schriftsteller ausfindig machen und versucht das in der Buchstadt schlechthin, und zwar im Buchheim, der Stadt der träumenden Bücher. Und dort dreht sich halt alles ums Thema Buch. Alle Läden, alle Fassaden sind aus Büchern gemacht. Und ja, zum Thema Buch ist dort alles zu finden. Natürlich Antiquariate und Buchhandlungen und Buchrestaurationen und was auch nicht alles. Und es gibt noch Katakomben unter der Stadt, die aber sehr gefährlich sind. Auch dort gibt es viele Bücher, aber auch diese Bücher ja, sind doch ein bisschen böse. Und dort begibt sich Hildegunst von Mythenmetz hin und es ist einfach ja, ein Traum. Für alle Buchliebhaber kann ich dieses Buch empfehlen, weil es dort so viele Anspielungen auf Bücher gibt und ja, natürlich der Wortwitz und die Ideenvielfalt von Walter Mörs sind ungeschlagen. In der Schrecksenmeister reisen wir weniger rum, denn wir befinden uns hauptsächlich in der Stadt Sledwaja, in der das Gesunde krank und das Kranke gesund ist. Und wir treffen hier auf die Kratze Echo, die herrenlos geworden ist, seitdem ihr Frauchen, ich glaube, gestorben ist. Und sie lebt jetzt auf der Straße, bis Eisbien, der Schrecksenmeister, ein böser Alchemist, ihn einen Handel vorschlägt. Er füttert ihn jetzt mehrere Tage durch und zum Schluss darf er ihn aber schlachten. Und weil er unbedingt an sein, ich glaube, an sein Fett will, um damit einen, ja, irgendwas zu brauen, irgendwas möchte er punchen. Aber Echo geht tatsächlich auf diesen teuflischen Pakt ein, weil er so einen großen Hunger hat. Und er kommt auf das Schloss von Eisbien, den Schrecksenmeister, und lernt dort vieles kennen. Und ja, hier ist es im Grunde eine Liebeserklärung an das Essen. Aber halt irgendwie ist es auch einfach ein Gruselschloss. Und wer das gerne mag, den kann ich das auch sehr ans Herz legen. Auch sehr, sehr schrullig. Und auch den Schrecksenmeister lernt man ein bisschen besser kennen, dass der nicht nur böse Seiten hat. Also auch darauf freue ich mich so. Und da habe ich auch, ja, schon so vieles vergessen und ich liebe den Schrecksenmeister. Deswegen freue ich mich auch, das nochmal zu lesen. Ja, irgendwie habe ich gar nicht so viel Platz. Ja, den Schrecksenmeister und die Stadt der träumenden Bücher habe ich jetzt auch einfach mal als eine Reihe gezählt, obwohl das ja im Grunde einzelne sind. Jetzt kommen wir zur vierten Reihe, die ich gerne nochmal lesen möchte. Und diese ist tatsächlich eher unbekannt, wurde zwar verfilmt, aber der Film ist eher gefloppt, der Kinofilm, und wurde deswegen nicht weitergeführt, die Reihe. Und zwar spreche ich von Mitternachtszirkus, Willkommen in der Welt der Vampire von Darren Shan. Ja, eigentlich ist das eine Reihe aus 3x4 sind 12, aus 12 Bänden. Hier wurden aber jetzt immer 3 Bände jeweils in einen gepackt, sodass wir jetzt eine vierbändige Reihe haben. Also wie gesagt, das ist der erste. Dann haben wir hier Nummer 4. Alles durcheinander. Nummer 2, sehen sich aber alle ziemlich ähnlich. Die dunklen Geheimnisse der Vampire. Dann haben wir hier Nummer 3. Das Blut der Vampire. Und Nummer 4. Das Schicksal der Vampire. Ja, wie man schon hört, es dreht sich um Vampire, aber es ist kein typisches Vampirbuch. Wir treffen hier auf einen jungen Mann namens Darren, der noch zur Schule geht und sich selbst als einen ziemlich normalen Teenager bezeichnet. Eines Tages jedoch bekommt er einen Flyer in die Hände, auf dem wird ein Mitternachtszirkus beworben. So eine Art Freakshow, wo halt mehrere seltsame Gestalten auftreten, und eigentlich ist das nur für Erwachsene gedacht, aber er schleicht sich mit seinem besten Kumpel mitten in der Nacht dorthin und sie sind völlig gebannt von diesen ja, Auftritten. Unter anderem wird dort auch eine Spinne dressiert und unser Protagonist ist total begeistert von Spinnen und total besessen von Spinnen, und irgendwie kommt es, dass er diese Spinne entführt und er dabei natürlich erwischt wird
Und sein, beziehungsweise sein bester Kumpel wird von dieser Spinne gebissen und sie ist sehr, sehr giftig und er hat kein Gegengift. Und so muss er natürlich zurück zu diesem Mitternachtszirkus und fragen, wie oder ob da ein Gegengift besteht und muss natürlich beichten, dass er diese Spinne ja, gestohlen hat. Ich finde hier gerade ein Lesezeichen. Ein sehr, sehr altes Lesezeichen, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, aber der Spruch ist cool. Ein gutes Buch ist wie ein wahrer Schatz. Ja, es sieht aber auch schon sehr abgeranzt aus, das Lesezeichen. Können wir mal rausnehmen. Naja, wo war ich? Ja, er muss zugeben, dass er die Spinne geklaut hat, um seinen Freund zu retten, weil der jetzt todkrank ist. Er muss auf einen Handel eingehen, denn der. Das Herrchen dieser Spinne ist ein Vampir und er muss sich zu einem Vampir machen lassen und sozusagen in die Lehre gehen bei diesem Vampir, wenn er das Gegengift bekommen möchte. Ja, er macht das tatsächlich und muss nun seine Heimat verlassen und mit diesem Zirkus halt mitreisen. Er lässt sich zu einem Vampir beißen, wie auch immer. Aber da er seinen Freund ja auch verlassen muss, der ja gar nicht genau weiß, was jetzt los war, ist der natürlich ziemlich pikiert und der ist total der Fan von Vampiren und ist ziemlich sauer, als ja, er erfährt, dass er ohne ihn dieses Abenteuer besteht und dann auch noch sich zum Vampir machen lässt. Ja, da entspannt sich so ein kleiner Konflikt. Es gibt nachher, man lernt dann die ganzen Vampire kennen, aber man lernt auch die ganzen verschiedenen skurrilen Figuren des Mitternachtszirkus kennen. Und ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Zirkusthema, aber es gibt auch Zwischenwelten, es gibt Parallelwelten und es gibt neben den Vampiren auch die Vampyre, die sich gegenseitig bekämpfen und sich überhaupt nicht grün sind. Ja. Hier steckt so vieles drin, was ich so schön fantasievoll fand. Und ja, es ist viel mehr als nur ein einfacher Vampirroman oder ein Teenie-Roman. Deswegen ja, möchte ich das gerne nochmal erleben und euch das Ganze nochmal am liebsten in einer Reihenvorstellung vorstellen, weil ich so vieles vergessen habe, aber weil ich weiß, dass da so viel noch hintersteckte und mir sehr, sehr gefallen hat. Deswegen wird das auch noch mal gelesen? Wann? Keine Ahnung, ob das dieses Jahr tatsächlich geschieht. Wir werden sehen. Weil als letztes habe ich mir noch mal eine Reihe vorgenommen, die ich schon öfter gelesen habe und ihr vielleicht ja auch erraten könnt. Und zwar ist das Harry Potter in dieser wunderschönen illustrierten Ausgabe. Ich habe bisher nur den ersten Band in dieser illustrierten Ausgabe. Mittlerweile gibt es ja schon auch Band 2 und Band 3. Und Band 4 soll, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Jahr im Herbst erscheinen. Und ich habe mir, wie gesagt, bisher nur den ersten Band gegönnt, würde mir aber so gerne Band 2, 3 und dann schließlich auch dieses Jahr Band 4 gönnen. Aber ich fand es immer doof, sie mir einfach zu holen und sie dann ins Regal zu stellen, ohne dass ich sie lese. Und ich habe bisher, obwohl sie immer auf der Arbeit ja auch liegen und ich sie mir angucken könnte, habe ich immer vermieden, in die Bücher reinzuschauen. Und ich möchte die Illustration tatsächlich erst dann erleben und sehen, während ich das Buch lese. Und das ist natürlich, macht die Geschichte dann nochmal zu einem ganz anderen Erlebnis. So habe ich das hier im ersten Band auch gemacht. Und deswegen möchte ich die Geschichte, will ich am liebsten sowieso jedes Jahr aufs Neue lesen. Aber das hat ja nicht so gut geklappt. Ich bin, glaube ich, letztes Mal, als ich versucht habe, die Reihe zu rereaden, bis zum zweiten oder dritten Band gekommen. Und jetzt möchte ich sie halt nochmal lesen, aber in dieser illustrierten Ausgabe, jedenfalls bis zum vierten Band. Und danach mal gucken, ob ich dann 5, 6 und 7 dann als normales Buch dann weiterlese, dass ich die Reihe irgendwann nochmal komplett lesen möchte, weil ja, da möchte ich einfach alles wissen von diesem Universum und da möchte ich am liebsten gar nichts vergessen. Ja, und mit diesen illustrierten Ausgaben ist es halt nochmal ein ganz neues Erlebnis und die sind wunderschön und ich möchte sie mir gönnen, aber ich möchte sie mir wirklich nur dann gönnen, wenn ich sie dann auch wirklich lese. Und deswegen, ja, werde ich mir die auf jeden Fall auch anschaffen und dann nochmal den ersten Band jetzt in dieser illustrierten Ausgabe reinziehen. So, ja, jetzt habe ich wieder viel geredet und viel durcheinander geredet, weil mich diese Reihen so aufwühlen. Das sind ja nun mal auch Lieblingsreihen, sonst würde ich sie nicht nochmal lesen wollen. Es gibt vielleicht auch Bücher,
Das kann natürlich auch sein, dass sie früher einen total mitgerissen haben und mittlerweile nicht mehr. Das kann natürlich auch passieren. Und ich habe auch schon mal gehört, dass da auch Befürchtungen manchmal bestehen, dass man so eine tolle und gute Erinnerung daran hat und man jetzt aber befürchtet, dass sie einen heutzutage nicht mehr so begeistern können. Aber ich glaube, dass dieser Zauber von damals trotzdem bestehen bleibt, selbst wenn ich jetzt weiß, okay, wenn ich es heute gelesen hätte, dann wäre vielleicht hätte ich es nicht so sehr geliebt. Keine Ahnung, mal gucken. Ist ja auch interessant zu überlegen. Also auch diese Sicht finde ich interessant zu überlegen, ob es mich heute immer noch so begeistert hätte. Ja, wir werden sehen. Ich werde es berichten in meinen Lesemonaten. Vielleicht mache ich dann noch mal irgendwann im nächsten Jahr ein Update, ob ich tatsächlich die Bücher gelesen habe und vielleicht dann irgendwann noch mal ein neues Video, weil ich hätte natürlich unendlich viele Bücher zeigen können aus meinem Regal. Ja, musste mich jetzt beschränken, weil sonst wäre das ja Schwachsinn gewesen. Ich hätte natürlich generell einfach ein Video machen können über Bücher, die ich noch mal lesen würde, aber es wäre mein halbes Regal. So halbwegs. Ich habe jetzt Bücher genommen, die ich in meiner YouTube-Karriere nicht das erste Mal gelesen habe und noch nicht gezeigt habe, dass ich sie gelesen habe, sondern immer nur in meinen Lieblingsbücher-Videos sind die halt vorgekommen. Deswegen habe ich denn die jetzt rausgesucht, die ich möglichst lange, lange schon hier habe und lange, lange Zeit verstrichen ist, seitdem ich sie das erste Mal gelesen habe. So, Gott, mir kratzt der Hals. Das ist jetzt auch schon das zweite Video, was ich heute drehe. Deswegen möchte ich es jetzt beenden. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran, mir bei meinen Schwärmereien zuzugucken und fandet es vielleicht interessant, welche Bücher ich mir ausgesucht habe. Jetzt möchte ich gerne von euch wissen, welche Bücher würdet ihr extrem gern nochmal lesen und weswegen? Oder seid ihr vielleicht auch so welche Leute, die gar nicht gerne Bücher nochmal lest? Dann schreibt mir auch das in die Kommentare, das finde ich super spannend. Und schreibt mir natürlich gerne, warum ihr diese Bücher nicht gern nochmal lest, obwohl ihr sie ja toll fandet. Und ja, lasst uns gerne über dieses Thema sprechen, was es für einen Mehrwert macht, Bücher einfach nochmal zu lesen. So, Stopp, Schluss, vorbei. Ich wünsche euch jetzt einen schönen, lesereichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.